Hey Leute, willkommen zurück zu Vampyr. Es geht weiter in Whitechapel. Ja, ich habe letztes Mal noch ein paar Sachen gebraut und gebastelt. Ich werde mal die Zweihandwaffe zeigen. Ich wurde gebeten, das vielleicht mal zu tun, weil mit der kann man kontern. Und das ist vielleicht eine ganz neue, interessante Mechanik. Die habe ich selber so noch nicht ausprobiert. Mal gucken. Und für alle, die es interessiert, also für alle, die so ein bisschen hier mit Vampiren was anfangen können. Ich habe heute im Stream Eternal Darkness angefangen. Ist sehr, sehr geil. Ist ein Blind Let's Play für mich. Also ich kenne es wirklich, wirklich nicht. Und das ist auch gut so, denn es macht richtig Laune. Also, ja, mal sehen. Wenn ihr Bock habt, die Aufzeichnung, die ist auf jeden Fall auf Twitch. Ah. Boah, diese Schweine hier. Ja, deutlich schwerfälliger mit der Waffe, sehe ich gerade. Also ich merke es wirklich auch regelrecht. Wow. Ich werde das mit dem Kontern mal probieren. Ja, habt ihr gesehen? Oh, du Widerlicher. Guck mal, ich habe auch was Schönes für dich. Okay, ich werde die Keule echt mal testen. Die gefällt mir gerade ein bisschen. Macht Laune. Ich war halt immer die ganze Zeit so mit Einhand und ja, mit dem Knüppel hier oder was auch immer. Oder dem Flock. Das ging ganz gut. Aber ich merke gerade, das macht richtig, richtig Schaden. Meine Güte. Hallo Rattchen. Nom. This is despicable. Na, ist es nicht. Du bist nicht, was du isst in dem Fall. Oh, wie schön, es knackt immer so. Alter Schwede! Wie ist das mal knackt? Okay, das ist irgendwie ein bisschen. Das gefällt mir noch ein bisschen besser als dieses fleischige. Wenn ich durchs Fleisch halt mit dem Schwert geschnitten bin. Ah, schön. Wisst ihr, für mich macht sowas viel aus. Also, wenn das Spiel eine gute Soundkulisse hat, dann macht das viel wett. Aber das muss ja nichts wettmachen. Ich meine, das macht es auf jeden Fall richtig gut dann. Naja. Ja, ja. Schrei doch mal. Wow. Was? Ach, warte mal jetzt. Wow, ist das unser Schöpfer? Leute, ich glaube. Aber wir haben ja nicht mal ansatzweise gesehen, wer das sein könnte, oder? Ach du Scheiße. Das ist voll gruselig. Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me. Made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Warte mal, Myrdin. Habe ich das nicht schon mal? Ich glaube nicht. Warum habe ich eben die Maus gehabt hier? Ich weiß nicht. Wer bist du? Ich glaube. You selected me. Chose me. As shall my children yet to come. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage. Brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the Serpent of Knowing with iron spur.
du Heilige. Ich muss so ein bisschen an Hannibal denken. I've had enough of others making decisions for me. Pretending to know how I should feel or behave. Kennt ihr die Serie Hannibal mit Mads Mikkelsen? Super. Sort of disembodied entity. Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Aber warte mal, ich kann ihn jetzt heilen. Ich kann Kopfschmerzen heilen. Moment. Mach ich ja ganz kurz. Ist das Heilen? Also Heilen ist ja immer so eine Sache, weil Kopfschmerzen sind ja immer nur ein Symptom. Do you need medical attention? Don't get me wrong, sir. I'm grateful for what you've done, but I've never felt comfortable with doctors. Ja, komm, nimm dein Aspirin. I'm certain you have your reasons, but let me assure you, I'm not like other doctors you may have consulted with. It is true. You risked your life to save me, after all. It would be impolite to refuse your counsel. Bitte schön, übrigens. Newton is conflicted about his feelings towards you. Would you like to talk about it, Oswald? It makes me sad and angry. It feels like the beautiful thing we have is somehow tainted. It hurts to see him so lost. His love for you is genuine. I'm certain he wasn't lying to me when he expressed his feelings for you. Newton still has to accept it, knowing he'll be seen as a queer, a fairy, less than a man in those simple-minded bigots' eyes. Though he's more of a man than they'll ever be, so fuck 'em all. The fairy? Das habe ich noch nie gehört. Goodbye, Mr. Thatcher. Try to take care of yourself. Ich meine, die Briten, die haben ja seltsame Ausdrücke, aber Fairy für einen Homosexuellen kannte ich jetzt echt noch nicht. Hello again, Mr. Blight. Good evening, Dr. Reed. You doing your rounds as usual? Ich glaube aber, mit den beiden bin ich soweit durch, ja. Goodbye, Mr. Oh ja. Alles gut bei euch. Warte mal, ich muss mal ganz kurz reinschauen. Haben wir hier was Neues? Ist jemand krank? Ihn habe ich gerade behandelt. Da gibt's eine ganze Menge. Finde die Todesursache heraus. Oh, finde das Messer. Ach komm, das machen wir jetzt schnell. Das ist, glaube ich... Oh. Ja, ist aber doch nicht so weit weg. Wie gesagt, von den Nebenquests weiß ich eigentlich nicht sehr viel. Die habe ich alle nicht gemacht. Dann lauf ich doch rum und hab Gegner geschlachtet. Fand ich ganz witzig. Na gut, wollen wir mal sehen, ob das Messer jetzt einfach so aufzufinden ist. Oh. Poplar Faubourg. Ist gesund sogar. Ja, das Vermin kann dir mal eben Tentakel in den Arsch wachsen lassen. Ah, Leute, diese Zweihandwaffe, die ist echt richtig fies. Ich mag's fies. Manchmal mag ich es auch so ein bisschen schnell und schnittig. Na, bitte? Ja. Ja. Hast du wieder nicht gesagt? Jetzt. Mann. Hey. Man kann schon was zu meinen. Mein Name ist Vermin. So oft will ich das sagen. Hier, die Schweine backen. Die ballern sich übrigens gegenseitig ab, wenn man sich in den Weg stellt. Wow. Ist immer gut. Schweinebacke. Aber der kontert jetzt ziemlich viel Ausdauer ab, merke ich. Ich brauche meine Proteine, dass ich so schön blass bleibe. Ach ja, ne, nochmal, also die Kämpfe, die sind richtig gut, die machen echt Spaß, die gehen locker von der Hand. Und das wäre vielleicht für mich jetzt auch, naja, das ist eigentlich doof, wenn ich sowas sage, aber das wäre so ein Verkaufsargument, warum ich sage, kauft euch das. Es macht nämlich echt Laune, die Kämpfe zu bestreiten. So.
Kinderchen, wo ist er denn? Der Messerjocke. Mackie Messer. Da unten ist einer. Warum sind die alle so stark? Und ich bin immer so schwach. Ich weiß auch nicht. Ich bin eigentlich zu früh hier. Die Quest habe ich ganz am Anfang bekommen. Und mir ist es nicht aufgefallen, dass die Gegner mitskalieren. Was passiert eigentlich, wenn ich in die Themse falle? Bin ich tot, ne? Weil Vampire können ja eigentlich nicht schwimmen. Also ich bin echt deutlich eingeschränkt, aber die Keule, wie gesagt, Wumms hat sie. Das ist schon sehr, 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 sehr nett. Ah, ein großes Messer. Ein großes und schönes Messer, in dessen Klinge ein Name eingraviert ist. This must be Clay Cox's knife. A fine blade. No wonder he wants it back. Hm, ich konnte es leider nicht drehen, sonst hätte ich mal gesehen. Nachgesehen, ob da vielleicht ein Name eingraviert steht, wirklich. Das ist fast schon zu einfach. Hätte auch gleich unten lang gehen können, ne? Wenn ich jetzt komplett bis Pembroke zurück? Sieht fast so aus. So, wo ist er denn? Da ist er doch, Clay. Ich kann mich nicht nur Knete nennen, oder? Das ist ja auch Ton, oder? Clayton. Is this supposed to be an hospital? Ja, auch nicht so rum. Hey, Doc. Gauner. I have found a gift from your wife. In that case, you'll be properly rewarded, Doc. Clay Cox is a man of his word. I hope that won't make me an accomplice wow. to your future crimes. Who knows what I might do now I feel invincible again. 20 Schilling. Gute Frage übrigens in den Kommentaren, warum das hier Schilling sind und keine Pence oder Pfund. Also 20 Pfund wäre natürlich ein bisschen viel. Aber Pence wäre eigentlich die logischere Währung, oder? Na gut, ich weiß auch nicht, warum sie Schilling haben. Aber ist auch egal. Vielleicht ist es einfach nur wegen der Lokalisierung. Ach, die Lady Ashbury. Boah, da ganz schön viel Blut mal wieder. Na? Hat's geschmeckt? Mhm. Good evening. Good evening. Mit dir will ich gar nicht erst lang reden. Oh, ich habe ja noch andere Optionen mit ihm. Na dann. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Okay, das ist schon krass, ja. Er ist gesund. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe? Admit it. Nurse Hawkins is more than your lover. She's also your partner in crime. Of course she is. How else could I tell which bed is free? I need to know that. Have you no shame? Don't you see this city is crumbling down? Today people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow we may be fighting for food. Goodbye, Milton. Ach, warte, ich wollte mit ihm handeln. Das war ursprünglich. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Das war die Absicht. Still trying to save lives. Ja, ja, nicht versuchen, like ich mach. To see your goods. Wise choice, Dr. Reed. Ich versuche nicht, ich mach. Oh, ich weiß nicht, die Schrotflinte, die ist schon irgendwie nett, aber ich meine, zwei Schuss, ich mag das irgendwie nicht so gerne. Ah, jetzt bin ich aber bei den Zweihandwaffen, von daher ist es jetzt sowieso erstmal egal.
Die Zigaretten-Etuis. Also, das ist krass. Ich habe so viele. Och. Ach du Scheiße. Was ist hier passiert? Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Was? What can you tell me about the recent events in the hospital? That Mr. Hampton killed Miss Jones in her room, then ran away. And did you see all this? No. I was working by the tents when it all happened. I only entered the room when they asked me to clean up the blood. Ach du Scheiße, warte mal, Miss Jones. Wir waren... Momentchen mal. War auch falsch. Wer war... Hä? Warte mal, war das nicht der Typ vom... Das war doch der von Anfang an, oder? Ach, guck mal, da ist er doch. Hampton, Sean Hampton, der ist jetzt wo? An den Docks, wer ist das? Ach, das war die Bar, wo ich ganz am Anfang... Alles klar. Der hat sich an die Docks geflüchtet, der Penner. Und der hat die Frau umgebracht. Ist er auch ein Vampir? Oder wurde er erst einer? Did you see Sean Hampton leave the hospital? I think I saw a silhouette exiting the hospital gates after the shouting started. At first I thought it was someone who was just scared, but... Well, maybe it was him. Where is Miss Jones's body? I don't know. I'd imagine the morgue. It all happened so quickly. Boah, wie sie halt echt mal komplett zerrissen wurde, scheinbar wegen dem ganzen Blut. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but... How do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. Na, um genau zu sein, nur eine, also... Hallo? I'm not familiar with all the staff. Gerade alles ein bisschen hier. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them? Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Mhm. Warum ist die ganze Zeit die Maus? Ich verstehe es nicht. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett's. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Okay. Dr. Cochrane Tippett. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Die ist, glaube ich, eine gute, oder? Ein Lästerschnute, sowas. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Läuft da etwa was, oder haben die einfach nur tiefen Respekt voreinander? Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Ach du Elend, guck dir mal diese Blutspur an. Ich meine, klar, das sieht nur viel aus, im Endeffekt. Also wenn man jetzt 200 Milliliter Blut auf dem Boden verteilt, dann ist es eine Riesensauerei, aber... Na gut, die Spur, die ist viel zu lang, als dass es nicht eine Riesensauerei sowieso gewesen wäre. Ja, also man verschätzt sich da gerne mal. Was ist los mit dir, Mann ohne Nase? Good evening, Mr. Elwood. Evening, nein, ist Dr. gemein. Reed. Das ist gemein, das machen wir nicht. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells.
It happened during my leave. It was an accident. Oh, das ist natürlich scheiße. Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans. And it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Hast du gegrillt oder was? Reconstructive surgery has been very successful for some soldiers. I don't want to wear a bloody mask for the rest of my life. I'd rather stay here and just be forgotten. Oh nein, warum ist es schon wieder... Ach naja. Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Oha. Das ist krass. Okay, das ist doch nicht so lustig vielleicht. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Oh Leute, ich wollte das auch nicht haben, so Narben. Also Brandnarben, das soll ja wirklich nie aufhören. Also die sind immer am Spannen, Brennen und alles. Ach, furchtbar. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Won't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Ach man, das ist echt fies. Ich wollte nicht mit ihm tauschen, Leute. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Also im Prinzip hat er uns ja schon gesagt, was los war. How close are you to Miss Holcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. Okay, meinst du das jetzt ernst? So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard Syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Goodbye for now, Mr. Elwood. War fast schon irgendwie poetisch jetzt das Gespräch mit ihm, also. Wieso das denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Emma, ich habe was rausgefunden, glaube ich. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Ja, habe ich in allen Farben für dich. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire.
No, it was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Ja, ja, ist schon klar. Tell me, Thelma, what do you really know about vampires? I saw one and he saw me. I watched him hunt and kill. I saw his terrible wounds heal as his victim died. And then I knew I was saved. You mean you actually saw a vampire? Here in London? Yes. And it has been the answer to my pain. I must drink and kill to regenerate my decaying body. I am a vampire too. So funktioniert das nicht. You have no idea what problems your claim could cause if heard by the wrong people, Miss Howcroft. You must stop this nonsense now. Why fear the truth? Strange things live in the dark, Dr. Reed. Strange and ancient beings that were here before this island even had a name. Ach, jetzt sei mal nicht so melodramatisch, Mensch. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. No. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Ja, ich glaube, das war's. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Aber ich habe doch die Quest. Habe ich die nicht erledigt jetzt? Warte mal. Finde den örtlichen Befehlsstand der Wache von Priven. Ach komm, das machen wir jetzt auch noch schnell. Das machen wir jetzt auch noch schnell. Ich weiß ja nicht. Wie kommt die darauf? Gerade ein Vampir. Ich meine, die könnte alles andere sein, wenn sie möchte. Zumindest im Kopf. Wie ich denn dahin? Ja. Das ist so schön. Einfach mal so den Schädel einschlagen und dann BATS! Schön saugen! Oh, was? Notiz der Wet Boot Boys. Ich glaube, ich habe in Whitechapel jemanden gefunden, den wir für die Boys gebrauchen können. Sein Name ist Albie. Er ist dumm wie Brot, aber zäh. Er sollte einige Medikamente für den Schwarzmarkt besorgen, um sich zu beweisen, und hat schnell und zufriedenstellend geliefert. Bei unserem nächsten Treffen werde ich ihm verkünden, dass er nun ein Wet Boot Boy ist und seine Befehle ab sofort von den Anführern erhält. I'm sure Albert would like to know he's been accepted by the Wet Boot Boys. Ja, das sollte ich ja wahrscheinlich erst recht dann nicht sagen, oder? Oh, wow. Er ist auf einmal ein bisschen flott aufgetaucht, ja? Ja, komm mal zu. Aua. Okay, dann halt doch nicht kontern. Schweinepriester. Krasse Jungs, oder? Oh, da lag doch noch einer, oder? Nö. Irgendwo hier müsste es ja sein, vermute ich, oder? Geradeaus. Ach, Albie. Der meint es wirklich alles mit dem Quatsch, oder? Außerdem Wet Boot Boys. Wer wollte denn so eine blöde Gang? Oh,
die heißt doch schon. Das klingt doch schon nach Idiotenbande. We have to stop it! Steady, boys, we've got it! Du denkst, ihr habt mich, ich hab euch, Mann. Es ist schon fast zu einfach. Mit der Keule zumindest ist es echt, echt gut. Ich nehme mal wieder das Schwert, komm. Das ist eigentlich meine Waffe der Wahl, weil ich finde das total. Irgendwie ist es total stylisch. Wenn es auch irgendwie so ein bisschen sehr krass martialisch wirkt. Und ein bisschen im falschen Jahrhundert. Aber sonst. Ich komme ja nicht gerade aus den französischen Kreuzzügen oder sowas. Aha. Ich mag Spinde. Ich liebe es, Sachen zu durchsuchen und einzustecken. Also nicht in Wirklichkeit. Ich bin kein verkappter Kleptomane. Nicht, dass ihr denkt jetzt, ne? Das war jetzt der Posten, oder? Und dann müsste ich jetzt eigentlich was zu der Frau... Ah, da geht's. Wow. Ja. Guckst dich noch halb im Haus um, Bruger. Was ist los? Was ist auch düster hier drin, oder? Du lebst ja noch. Frecher Kerl. Ich sage, ich finde es teilweise sehr krass, wie viel Level die über mir haben. Ein abgenutzter Prison-Flock. Bericht über Pembroke. An Mr. Geoffrey McCallum. Betreff Pembroke Hospital erkunden. Vampiraktivität. Sir. Wir beobachten das Pembroke Hospital nun seit 2 Wochen und können Vampiraktivität dort bestätigen. Zunächst haben wir nun Beweise, dass sich eine Blutsaugerin im Krankenhaus aufhält. Ja, wie ein bisschen blutleckender. Das Monster ist schlau. Sie verhält sich wie eine psychisch kranke Patientin, um ihren wahren, unheiligen Zustand zu verbergen. Ich schlich mich persönlich ins Krankenhaus und hörte die Kreatur jammern, dass sie Blut benötigte, weil ihr Körper verwese. Aber es wird noch schlimmer. Der Leiter des Pembroke Hospital ist Dr. Swansea. Unsere Gruppenanführerin Amanda Tilton. Was? Sie starb gestern bei einem Kampf mit einem Skal am Kanal. Amanda Tilton? Okay. Zufolge konnte er Mitglied der Bruderschaft von St. Paulus Stola sein. Wenn das stimmt, könnte in Pembroke etwas Großes vor sich gehen. Vielleicht ist es gar ein Vampirnest. Geschützt von diesen verdammten Stola-Verrätern. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Sind aber überzeugt, dass sie besser schnell mit Verstärkung und schweren Geschützen herkommen sollten. Amanda Tilton. Es kann sein, dass ich das gerade nur verwechsle wegen Tilda Swinton. Kennt ihr die? Ja, Gabriel bei Konstantin hat die zum Beispiel gespielt. Sieht sehr androgyn aus. Also man weiß halt auf den ersten Blick nicht, ist es Mann oder Frau. So, ne? Aber ich finde... Ist eine sehr gut aussehende Frau auf jeden Fall. Die große Jagd. Heil unseren gefallenen Kameraden. Ach komm, das könnt ihr selber lesen, Kinder. Das muss ja alles nicht sein. Ah, jetzt kann ich sie erstmal beruhigen gehen. Okay, das war's schon. Schade. Ich hab gehofft, da geht noch ein bisschen was. Das war jetzt einfach nur hingehen, töten und fertig. Warte mal, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Tilton. Haben wir jemanden namens Tilton hier? Einer ist noch unbekannt, warum das denn? Nee, gut, 3, vergiss es. Tilton. Nee, ich glaube, das war, glaube ich, nur so ein... Falscher Verdacht. Irgendwie hat es bei dem Namen nämlich geklingelt, aber ich glaube wegen Tilda Swinton. Heißt die überhaupt genau so? Ich weiß es nicht. Ich verdrehe ja gerne mal Namen, ihr kennt mich. Das ist meine Spezialität.
Ich mach das nicht absichtlich. Ich bin echt schon ein bisschen sehr zerstreut manchmal. Oh, was habe ich da gesehen? Aha. Ich finde es übrigens immer noch sehr, sehr schade, dass man mit dem Blick hier die Kisten eigentlich halt gar nicht mehr sieht. Man kann es nicht mal mehr plündern teilweise, weil die einfach die Hotspots nicht auftauchen. Finde ich sehr, sehr doof. Eigentlich müsste man als Vampir ja noch schärfer sehen können, oder? Warte mal, da ist Süden. Ja. Ja, also wie gesagt, eigentlich müsste ich noch viel besser sehen können hier. Man müsste ja auch alles dann erspähen können mit meiner Vampirsicht. Na gut, dann verkünde ich mal die frohe Botschaft. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz mit den Leuten reden und jetzt auf einmal ist schon wieder der halbe Part vorbei, seht ihr mal. Aber so läuft's halt. Wie es ja überall aussieht, meine Fresse. Aber genau das ist ja das Coole an dem Spiel. Man kann so viel Zeit verplempern, indem man einfach nur ein paar, ja, einfach Sachen macht. You. Good evening, Miss Howcroft. Muss ich mal eben unterbrechen. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Ich habe doch noch ein bisschen schimmelige Kirschmarmelade, wenn du mal probieren willst. Vielleicht reicht dir das. Könnte seinen Zweck erfüllen. I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak. Doctor, why are they hunting me down? It was a misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me, but they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile. And just quietly disappear into the shadows. You are right. And you have served me well, mortal. Take this as a reward for your time. Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. One day. Thank you. I'll keep that proposition in mind. Ich finde ja irgendwie die Posse, die sie da macht, ein bisschen lustig. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Aber stell ich mal vor, wir haben jetzt einem Patienten geholfen. Und was macht sie dafür? Gibt uns irgendwie so eine Fiole mit so ein bisschen wässrigem Blut? Ich meine jetzt so im Kontext, natürlich brauchen wir das, aber... Stell ich es mal echt vor, ihr seid ein Arzt im Krankenhaus, helft einer Patientin, die so ein bisschen gaga ist. Und die zieht weiter ihr Programm durch und schenkt euch einfach mal so ein bisschen labberiges Blut. Also, naja, gut. Lassen wir das mal so stehen. Ich würde sagen... Was? Ich muss halt immer mal rumlaufen, weil manchmal... Ah, gut, jetzt in dem Fall nicht. Aber die Schränke, so blöd es klingt, die füllen sich halt wieder auf mit der Zeit. Was ist denn hier los? Ich klopf nicht an, übrigens. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the guard. Ach. Leave him, Jonathan. Ich hab doch seine Brüder gekillt, oder nicht? This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. Du machst mir keine Angst. Du willst so, du siehst so aus, als würdest du so aussehen wollen wie ich, nur hast du nicht so einen coolen Bart. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. Warum das denn? Weil die Wache von Priven jetzt auf uns aufmerksam geworden ist? War der irgendwie klar, oder? What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. Was, mehrere verschwunden? Warte mal, was? Mehrere vermisst? Hier ist niemand vermisst, die sind nur alle da. Sollten sie zumindest, hoffe ich.
We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Very well. I'll help you. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Spaß vielleicht? Well, they are not far wrong. The hospital is almost crawling with vampires. McCullum is a fanatic. The guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Oha. Ja. Der trostlose Heilige des East End. Ja, und ich glaube wirklich auch die Wache, das ist. Die Wache ist das größere Übel von beiden. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Habe ich schon früher gewusst, ich habe auf die Karte geschaut, ja. Also wieder die Schränke, die habe ich glaube ich letztes Mal geplündert. Und jetzt kann ich sie wiederholen, alles. Das Zeug würde richtig Geld kosten, wenn ich mir das so beim Händler hole, aber das lohnt sich halt echt fast nie. Ja, bei uns hier war nichts mehr. Taucht auch nichts Neues auf. Sollen wir das. Boah. Die Keule upgraden? Nee, und wenn, dann würde ich auch, glaube ich, erstmal das Schwert. Habe ich natürlich auch keine. So, Pillendöschen erstmal zerlegen. Das sind eigentlich die besten, finde ich. Ah, die jetzt nicht so. Ich habe auch ziemlich viele Schrauben eigentlich. Hier, die verkaufe ich. Die geben richtig gut Kohle. Das lohnt sich dann halt schon eher. Parfumflakon. Ja. Ich muss halt immer so ein bisschen Kosten-Nutzen-Faktor. Und wenn ich jetzt von irgendwas viel habe und die Dinge aber auch viel geben, wenn ich sie verkaufe, dann wisst ihr ja, wie ich mich entscheide, oder? So, ich würde sagen, auf jeden Fall Biss, weil Biss ist wichtig. Das ist fast die wichtigste Fähigkeit, finde ich sogar. 1,5 kostet das nächste Mal. Ich werde auch die anderen Fähigkeiten noch machen, keine Sorge, Leute, aber erstmal das, was ich brauche, wirklich. Erstmal das Nötige. Dann Ausdauer natürlich, versteht sich. Und Blut. So, ich bin mal gespannt, wer von den Luschen wieder krank wird, alles. Ja, natürlich. Alles klar, wow, das ganze Krankenhaus ist wieder krank geworden. Wahrscheinlich aber alle erschöpft, oder? Jetzt nur noch stabil? Ich habe gedacht, ich schaff's bald zu gereinigt, aber nein. Offensichtlich ist es nicht der Fall, ha? Hier ist keiner krank geworden. Sehr gut. Ach ja, da geht der Papa jetzt gleich erstmal Medizin verteilen. Das ist ja unglaublich hier. Unglaublich, wirklich. Aber das ist halt diese Erschöpfung. Ich kann es ja auch ein bisschen verstehen. Das ist halt
Lethargie oder auch Depression. Die wissen halt nicht, was sie machen sollen. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Ja, wir müssen beide Arme amputieren. Please. Nein. Tell me about the recent commotion in the hospital. I heard Miss Jones call for help from her bedroom. There were some loud noises, like people fighting. All of a sudden, it went quiet. And then a nurse started screaming. Do you know who the nurse was? Not sure, but I think it was Nurse Hawkins. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army, building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. Oh, das ist bitter. Hab das nicht schon mal gehört? I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that my kids have. Poor little bleeders. Little bleeders. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Ellen didn't bring them with her that night. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. What happened? Das hatten wir doch eben schon. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Okay, das zählt's manchmal einfach nicht. Mach dir die Tür zu, sag mal. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Der kann mich halt nicht ab, ne? Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Boah, sag mal, willst du mir jetzt was anhängen? Ich bin, ja, der fliegende Arzt. Ich habe immer Wichtiges zu tun. Recent commotion in the hospital? Nothing like this would have happened if we'd had enough staff and proper shifts. So you don't think the blame is ours? We all hold fast here, Dr. Reed. Our methods may differ, but we are all trying to make a difference. What do you think of Dr. Tippett's opinion of your promotion, Waverly? Tippett is a good practitioner. Maybe just a little too attached to his prestigious position at the Pembroke Hospital. Really? That's exactly his diagnosis of you. A little too eager to get promoted? A little bit too proud? He has the right to think so. But I deserve this promotion. And I don't consider it anything but well-earned. Mhm. Und deine Sympathie lässt dir wirklich von allen Seiten gönnen, dass du das gekriegt hast. We'll talk later. Ich finde ihn unsympathisch, aber ich glaube, das ist auch die Absicht dahinter. Der Charakter ist so gestrickt. I'm all right. Good evening, Doctor. How is my son doing? What can you tell me about the recent commotion in the hospital? It's a disgrace. How on earth can patients be attacked in their own rooms? Ja, ich meine, wo sonst? Also. Your son wished to die, Beatrice. Why did you hide such crucial information? Are you not aware suicide is a crime? Mortimer could be thrown in jail. I can't let that happen. I won't. I understand you fear the legal consequences, Mrs. Goswick. But don't you realize your silence significantly affects your son's case? All my son needs is help and comprehension. Not judgment and punishment for what he may or may not have done. Ja, ist eigentlich ziemlich verquer, also klar, es ist Mord, versuchter Mord. Medical attention? Do you know? Ja, genau. Well,
Goodbye. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich sonst nicht mehr so weit komme, wenn ich jetzt jeden Good evening, diese unwichtigen Gospenick. Phrasen aussprechen lasse. What can you tell me about the das recent commotion in the hospital? I had shouting coming from the first floor. I was asleep when it started. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful, I'd rather not talk at all, Doctor. Bist du Hustenbonbons vom Doktor? I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Admit it, Mortimer. Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes, it's true. All right, then. This is the first time we've really shared information about your case. Shall we call this progress? Call it what you want, Dr. Reed. Ah. You can trust me. I won't report you to the authorities. My one and only concern is your health. I guess I should thank you, then. Can I help you in any way, Mr. Goswick? I wrote a letter for my mother. She was supposed to read it after... after my death. But... I suppose she doesn't have to read it now. I see. And is this letter still near the place where you tried to take your own life? Yes. And I don't want anyone reading my last words. I mean, I'm still here. If you bring me back that letter, then perhaps we'll talk. Okay. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Ja, interessant. Ich meine, ja, was heißt interessant? Das ist halt eigentlich ein bisschen makaber, weil er ja noch lebt. Auch die Sorker in der Nähe. Die wohnen alle hier um die Ecke. Das ist eigentlich ja voll gut. Und ja, Brugan, natürlich gehen die da um die Ecke ins Krankenhaus, weil die wohnen ja da. Da gibt es sonst ja auch andere Krankenhäuser. Trotzdem, für mich ist es vom Eindruck her, dass Pembroke das einzige Hospital, was es hier gerade noch auf hat. Ach, guck mal hier. What on earth happened here? Ich war da vorhin schon mal drin übrigens, ne? Nur mal so, Jonathan. Da hat er das Zimmer direkt neben mir. Ja, kein Wunder, dass er sich die geschnappt hat, weil ich jetzt auch einfach zu viel gelabert. Man weiß es nicht. Diese alte Drachen. Na, ich will am Rauchen. Clay, was machen wir bloß mit dir? Ich wünsche fast manchmal, es gibt so eine Schnellreisefunktion, also dass man über die... It seems the Prewin are redoubling their patrols in the district. Dass man über die Stützpunkte reisen könnte. Wow. Aua! Wie er durch die Luft fliegt, ey. Das ist so gut. Also das ist schon krass, diese Keule hat, was die für einen Wumms hat. Ja, ich weiß, ich bin gerade voll am Fanboyen und die Keule. Aber ich stehe halt drauf, wenn man die Gegner so richtig schön durch die Gegend schmampft. I can't believe I'm doing this. Ich sag mal, die Kämpfe einfach top, die fühlen sich toll an, man hat so ein richtig schönes, krasses Trefferfeedback. Ich muss hoch. Ah, ist klar. Aber dieses Flackern ist nicht so geil. Wo
Boah, die haben ja richtige Ranzbude hier, die beiden. Kann ich verstehen, warum sie im Krankenhaus bleiben wollen. Unter anderem. Meine liebe Mutter, wenn du diesen Brief findest, dann bin ich nicht mehr. Ich will, dass du weißt, dass ich nicht deinetwegen gehe. Ich verlasse diese Welt, weil das erdrückende Gewicht des Daseins in diesen Zeiten zu viel für mich ist. Manchmal fühle ich mich, als wären Baudelaires Verse als Echo meines eigenen Herzens geschrieben worden. Die Wolken niedrig und flach wie ein Deckel senken sich auf den Geist, der seufzt unter Leidesmacht. Den ganzen Himmel verhüllen sie und beschenken mit schwarzem Tage der Trauer ist wie die Nacht. Ich kann das nicht. Gedichte, bah. Es ist so wunderschön, wie es schmerzhaft ist. Mutter, ich kann nicht noch länger leiden. Ich möchte nicht, dass du mich umzustimmen versuchst, denn es würde das Unvermeidbare nur hinauszögern. Würde es dir gelingen, meinen ersten Versuch zu verhindern, ich würde es erneut machen. Leb wohl. Dein Sohn Mortimer. In this letter, Mortimer Goswick does nothing to hide his desire to die. I could give it to his mother, but doing so would betray his trust. Nee. Was hab ich davon, oder? Der Schoß der Bestie ist fruchtbar. Das wäre ein ganz ekelhafter Pornotitel. Überlegt mal. Denk mal kurz drüber nach. Ja, okay. Ich hab jetzt nicht mal wirklich drüber geflogen, ehrlich gesagt, aber... Wenn der Drittstadt, dass Vampire sich vermehren können... Nee. Ich glaube, Vampire sind leider unfruchtbar, oder? Vampire sind leider unfruchtbar. Würde ich gerne immer noch Jonathan, nur mal so, du Schmalzbacke. Warte, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Da geht's um Pembroke, oder? Ja. Wir sind schon da, siehst du mal. Das ist halt echt gerade mal um die Ecke gewesen. Für ein Krach ist, oder? Also hier draußen? Oder sogar drinnen im Nebengebäude ist es lauter als im eigentlichen Krankenhaus. Ich überlege gerade echt, soll ich ihr... Nee, komm. Was würdet ihr tun? Schreibt mir das mal gerne. Oh, falsch. Was würdet ihr machen? Würdet ihr es dem Sohn geben, der euch darum gebeten hat, den Brief zu beseitigen, oder der Mutter, die sich sowieso schon Sorgen macht und traurig ist? Und ich meine, da steht ja auch nicht irgendwie drin, dass es sein lassen würde. Oder irgendwie so ein Hilfeschrei. Das ist halt wirklich was sehr, sehr Endgültiges. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Ich hoffe halt einfach, er hat sich's anders überlegt. I have retrieved your letter, Mr. Goswick. I can assure you that nobody read it but me. Thank you. This is for you, then. For your help. And for your silence. I think you should talk to your mother. It would be good for both of you. Thank you, Dr. Reed. I'll think about it. Now, please, let me be. I've read your letter, Mortimer. You wrote about an unbearable feeling of despair while the world crumbles around you. Tell me more about it. There's nothing more to say, really. It's hurtful, it's unbearable, and I don't ask anyone to understand what I feel. Despair is a deadly poison I've tasted myself, sir. We're only tempted to drink it because we're terrified by the uncertainty of the next minute. I know that perfectly, Doctor. For I waited for so long, hoping that the next minute would be less unbearable. Ich will das jetzt nicht schmälern, was er sagt, weil... But don't hesitate to contact me if you need any help. In certain circumstances, I'm willing.
to give him the benefit of the doubt. Ja, wie gesagt, ich will das nicht schmälern, weil das ist echt nicht lustig oder irgendwie was, worüber man sich lustig machen sollte. Und das ist jetzt zwar ein Spiel, aber ich meine, in Wirklichkeit gibt es auch sowas. Solche Leute, die leider so verzweifelt sind und dann sollte man versuchen, denen zu helfen und nicht jetzt hahaha. Ach, naja. Wo ist die Güte hin? Wo ist die Liebe? Where is the love? Naja. Ich gehe jetzt nämlich nicht zum East End. Oder ans East End, weil der Part ist jetzt eh gleich vorbei. Ha! Die Stunde habe ich voll gemacht und jetzt mache ich nicht wieder Stunde 10 oder so. Wieder super überziehen, das ist ja auch mal Quatsch. Deswegen reicht's hier. Leute, danke fürs Zusehen. Wäre schön, wenn ihr mir ein Like gebt auf die Folge und vielleicht noch was Nettes schreibt. Ich habe ein paar Fragen gestellt. Zum Beispiel, ja, was haltet ihr generell hier vom Spiel, wie die Dramatik umgesetzt ist? Ich finde es ja super geil. Es ist nicht übertrieben, aber auch nicht zu wenig. Und es beleuchtet so ein paar Aspekte, also mehrere Aspekte sogar, von allen Seiten. Selbstmord, Homosexuelle, Geisteskrankheiten und so weiter. Naja. Ich find's cool, ich freue mich auf weitere Gespräche. Danke fürs Zusehen nochmal und bis dann mit Vampyr. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.